Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer. Guten Tag, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. Sagen Sie, wie sehen Sie aus? Wir können Sie ja nicht sehen. Leider müssen wir alle unsere Gäste zuschalten, wegen Corona natürlich. Und wir tragen ja alle in gewisser Weise eine Corona-Mähne, die meisten zumindest. Also weil es gibt ein paar, die greifen dann selber zur Haarschneideschere und sehen dann ganz gut aus. Wie ist es für Sie? Naja, ich könnte sagen, ich nähere mich etwa dem Aussehen von Richard David Precht gerade an. Mhm. Und wie fühlt sich das an? Das aber, naja, es ist halt, fühlt sich ein bisschen, ja, fühlt sich okay eigentlich an. Ich hatte früher auch ganz lange Haare, das ist allerdings dann 40 Jahre her. Jetzt ist es so eine Art nostalgisches Gefühl. Das heißt, Sie greifen nicht zur Schere und schneiden die Fransen ab? Nee, um Gottes Willen, das sieht ja dann noch schlimmer aus. Ja, wer weiß, vielleicht werden wir alle dazu eine Fähigkeit dazulernen, die wir nicht wussten, dass wir sie hatten. Könnte sein, ich weiß schon genug, ich muss nicht noch was dazu lernen. Harald Welzer zu Gast in dieser Stunde, wir besprechen die Themen des Tages. Ja, es ist sehr viel Transformation sozusagen im Gange. Heute um 14 Uhr wird sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen treffen. Außerdem mit den Vertretern der Impfunternehmen und der EU. Ein Impfgipfel steht da an und da haben ja mehrere Regierungschefs der Bundesländer am Wochenende mal einen klaren Fahrplan gefordert. Und das hat auch der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil getan. Der hat gesagt, wenn wirklich bis zum Ende des Sommers allen ein Impfangebot gemacht werden soll, dann müsse auf den Tisch, wie der verbindliche Weg dahin aussieht. Also ist das eine Konferenz, von der heute einiges erwartet wird. Werden, Herr Welzer, Bund und Länder diesen Erwartungen entsprechen können? Was denken Sie? Ich glaube nicht. Denn wie sollten sie? Sie werden ja nicht mit konkreten Mengen zusätzlich zu verimpfenden Stoffen aufwarten können. Es wird auch unklar sein, ob es Unternehmen in Deutschland beispielsweise gibt, die also dann per Lizenz den Impfstoff produzieren können. Also eigentlich wird dieser Gipfel überhaupt meines Erachtens nach keine konkreten Folgerungen haben. Außer dass, das hat ja Stefan Weil gestern schon vorgestellt, Ministerpräsident von Niedersachsen, dass man so eine Art Fahrplan machen möchte. Nicht in Bezug auf das Impfen, aber in Bezug auf die erwartbaren Lockerungen, wenn die Impfungen so und so voranschreiten und die Inzidenzzahlen sinken. An so einer komplizierten Formulierung merkt man ja schon, dass so viele Unbekannte im Spiel sind, dass dieser Gipfel wirklich nicht allzu viel erbringen kann. Ja, vielleicht setzen wir einfach innerlich zu sehr auf das Impfen und sollten uns stattdessen sagen, gut, das Impfen wird kommen, es wird aber eine ganze Weile noch dauern, bis wir alle geimpft sein können, alle, die das wollen. Und so lange müssen wir einfach weiter mit Maske, mit Abstand, mit Lüften auf längere Zeit gucken, wie wir trotzdem gut leben können. Ich glaube, das ist so. Es ist natürlich mühselig. Ich glaube, an der Stelle ist es auch schwer für die Politik, das sozusagen so zu kommunizieren, dass man zufrieden sein kann. Aber es liegt einfach daran, dass die Situation objektiv eine sehr schwierige Situation ist. Und dann richtig, wie Sie sagen, dem würde ich auch zustimmen, dann muss man halt sozusagen sich den Unvermeidlichkeiten fügen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das heißt aber nicht, dass man nicht über Details natürlich auch sprechen könnte. Stichwort mehr Testen oder Fragen der Priorisierung der Impfgruppen und so weiter und so weiter. Mehr Testen, Priorisierung sind wichtige Themen. Aber dass das Impfen der einzige sichere Weg aus der Pandemie sei, davon sind viele überzeugt, zum Beispiel auch Dietmar Woidke, der Ministerpräsident in Brandenburg. Ich denke, dass wir gut beraten sind, in der Politik nach außen auch ein Signal zu geben, dass wir diesen wichtigsten Weg in der Pandemiebekämpfung, nämlich eine schnelle Impfung der Bevölkerung, sehr, sehr ernst nehmen und dass wir alles dafür tun und deswegen auch heute diesen Impfgipfel, um mit dem Impfen schnell voranzukommen, um damit auch einen sicheren Weg aus der Pandemie zu haben. Denn Impfen ist der einzig sichere Weg aus der Pandemie. Ist das denn richtig? Ja, ich glaube, das ist richtig. Wer wüsste denn einen anderen Weg? Ich meine, das Virus ist in unterschiedlichen Erscheinungsformen hoch ansteckend. Das lässt sich offensichtlich durch wiederholte Lockdowns nicht ungefährlich machen. Und insofern ist wahrscheinlich
ich bin ja kein Mediziner, kein Experte, kein Virologe. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, was eine andere Möglichkeit wäre, mit einer solchen Pandemie umzugehen. Ja, eben zunächst mal diese Maßnahmen, die wir vorhin genannt haben, also Masken tragen, Abstand halten und eben tatsächlich auch nochmal drüber nachdenken, was denn die Gruppen sind, die als Erste geimpft werden müssen. Stichwort Priorisierung. Sehen Sie da Veränderungsbedarf in Deutschland? Ich sehe da relativ großen Veränderungsbedarf, weil es erstens ja so ist, dass die Priorisierung, wie sie jetzt gemacht wird, ist ja eine, die vermeidet, das Gesundheitssystem über das Ertragbare hinaus zu belasten. Deshalb sind ja die älteren Bevölkerungsmitglieder diejenigen, die prioritär geimpft werden. Daraus entsteht aber die paradoxe Situation, dass diejenigen, die am meisten gefährdet sind und die härteste Arbeit im Bereich der Pandemie leisten, nämlich die Ärztinnen und das Pflegepersonal in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen, sehr darüber klagen, dass dort das Impfen überhaupt noch nicht vorangeschritten ist und eben wirklich genau da, wo man am Patienten auch ist. Und deshalb muss man übrigens auch, wie jetzt Raul Krauthausen, jemand, der selber zu einer sehr gefährdeten Personengruppe zählt, mit körperlichen Beeinträchtigungen auch gesagt hat, man muss, glaube ich, sich nochmal angucken, welche Gruppen denn eigentlich jetzt mit sehr hoher Gefährdungslage immer noch, insbesondere wenn es nicht genug Impfstoff gibt, so stark nach hinten sortiert werden. Also da müsste auf dem Impfgipfel, glaube ich, darüber diskutiert werden und da müsste auch nachgesteuert werden. So, dass also vulnerable Gruppen, also Menschen, die eben ja Vorerkrankungen haben oder chronisch erkrankt sind, weiter nach vorne rücken, verstehe ich Sie recht. Das ist sozusagen aus Ihrer Sicht das Gebot. Und diejenigen, die sozusagen an der Front sind und dafür sich einsetzen, qua Beruf und ihre ganze Tätigkeit und sowas, dass diese Pandemie auch in den Griff bekommen wird. Was halten Sie denn von der Idee, die jetzt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, aber auch der Grünen-Chef Robert Habeck formuliert haben am Wochenende? Sie finden, es müsste eine staatlich gelenkte Notimpfstoffwirtschaft geben. Das heißt, der Staat solle Produktionsvorgaben machen und Entschädigungen zahlen, damit einfach diese Impfstoffproduktion schneller passiert. Also ich finde, in der Situation, in der wir im Moment sind, sollte man alle Mittel nutzen, damit die Impfungen schneller vorangehen können. Wenn die rechtlichen Möglichkeiten dafür bestehen, dass der Staat solche Zwangsmaßnahmen über Unternehmen verhängen kann, das kann ich nicht beurteilen, ob das tatsächlich der Fall ist und wie das im Einzelfall aussieht. Aber wenn das möglich ist, würde ich das in der gegebenen Situation für rational halten. Christian Lindner von der FDP hat natürlich gleich gesagt, also staatliche Zwangslizenzen, das hält er für falsch. Ja, hätten Sie von Christian Lindner was anderes erwartet? Ich meine, es gibt ja Akteure in der politischen Szene, die immer dasselbe sagen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und insofern ist auch diese Aussage, der sagt dann natürlich, der Markt muss es richten. Aber wir sehen ja gerade in unserer doch etwas beklemmenden Situation, dass der Markt es eben genau nicht richtet. Deshalb haben wir ja die Probleme. Die Krise, die wir derzeit durchleben, die kostet den Staat eine Menge Geld. Und der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat jetzt den Vorschlag gemacht am Wochenende, wie dieses Geld wieder reinkommen könnte in die Staatskasse. Er erwägt nämlich den Verkauf von Staatsbeteiligungen. Der Bund hält Beteiligungen an der Post zum Beispiel, an der Telekom auch. Und wenn die verkauft würden, dann würden natürlich Milliarden in die Staatskassen fließen. Mein Gast in dieser Stunde, in dieser Mittagsstunde, der Soziologe Harald Welzer. Herr Welzer, wie halten Sie oder wie finden Sie diese Idee von Peter Altmaier? Naja, wenig originell und eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, dass einem dann sozusagen vielleicht in so einer finanziellen beklemmenden Situation nichts anderes einfällt, als mal nachzugucken, was man zum Verscherbeln hat. Das ist natürlich keine originelle Idee und das ist auch eine schlechte Idee deswegen, weil die Erfahrung, die wir mit dem Verkaufen von Tafelsilber auf der staatlichen Ebene gemacht haben, ja fast durchgängig schlecht sind. Also der Zustand der Bahn, der ja beklagenswert ist, geht ja darauf zurück, dass man mal vorhatte, das Ding an die Börse zu bringen. Das war ja der Beginn des Kaputtsparens des ganzen Ladens, was heute die treuen Bahnkunden immer noch fertig macht. Wir haben es gehabt bei dem Verkauf von Immobilien auf der kommunalen Ebene als Rettung sozusagen der kommunalen Finanzen.
was uns komplett, siehe Berlin, auf die Füße gefallen ist und wenn überhaupt dann heute teuerst wieder zurückgekauft werden muss. Also das ist total kurzatmig gedacht und würde im Übrigen bei den Größenordnungen, über die wir sprechen, man redet ja heute elegant über 750 Milliarden oder solche fantastischen Summen, die wir uns früher gar nicht vorstellen könnten. Was soll denn da ein bisschen Bahnanteil oder Telekom oder sonst was jetzt bei der Management dieser Krise retten? Also Sie sagen, das Loch ist so groß, da muss man sich was anderes ausdenken. Es wird auch weniger Wachstum geben als erhofft. Die Steuerannahmen brechen weg. Also man muss sich tatsächlich was ausdenken. Was könnte das denn dann sein? Wie könnte denn der Staat dafür sorgen, dass die Schulden dann nicht noch weiter steigen und die Kassen nicht noch leerer oder leer bleiben auf die längere Zeit? Ja, wir werden etwas sehen, was sehr bedrückend ist. Wir werden natürlich bei sinkenden Steuereinnahmen und höherer Verschuldung werden wir überall das Problem haben, dass der Konkurrenzkampf um verfügbare Mittel schärfer wird. So, und dann ist die Frage, wer hat am meisten Gewicht, seine Interessen einzubringen? Und jetzt können wir sofort anfangen, über Kultur beispielsweise nachzudenken. Wir können auch über Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt und solche Dinge oder NGOs, die sich für Menschenrechte einsetzen. Also diese Verteilungskämpfe, die durch diese Finanzproblematik entstehen werden, werden sicherlich zu Ungunsten derjenigen ausfallen, die gesellschaftlich ohnehin gegenüber der Wirtschaft sozusagen die geringste Power haben, ihre Interessen durchzusetzen. Und insofern wird die Zukunft nach Corona, wenn es denn eine gibt, gerade in dieser Hinsicht eher eine bittere werden. Also deswegen sagt die SPD, wir brauchen eine Vermögenssteuer. Es müssen sozusagen die in die Pflicht genommen werden, denen es gut geht. Naja, also das ist ja eine andere Geschichte, die auch schon verschiedentlich mal angesprochen worden ist, dass es natürlich doch sinnvoll wäre, langfristig darüber nachzudenken, wie das Steuersystem gerechter werden kann. Ich wäre auch sehr dafür, über Maßnahmen wie das bedingungslose Grundeinkommen nachzudenken. Wir hätten die ganzen Probleme mit den Solo-Selbstständigen und denjenigen, die in Existenznöte geraten sind, wo es keinen Ausweg gibt, nicht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, statt irgendwelcher kurzfristigen Versilberungsmaßnahmen sollte man den dringend überfälligen Umbau und Neubau des Sozialstaates ins Auge fassen nach der Krise. Mhm. Aber hätten Sie jetzt von Peter Altmaier erwartet, dass er sagt, na gut, wir haben die Krise, wir sehen ein, wir brauchen jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen? Nein. Aber, also Sie sagen nein, aber vielleicht irgendwie doch. Vielleicht würde man doch von jetzt so ein paar Politikern, die auf gewissen Positionen festhalten, so erwarten, dass sie sich bewegen, oder? Ja, das wäre unheimlich schön. Nun hat eine Krise die unglückliche Eigenschaft, und zwar eine Krise, wie wir sie jetzt haben, wo man den Ausgang nicht kennt und wo der Prozess offen ist, wo man also kein Skript hat, kein Drehbuch, wie man das zu managen hat, da wächst natürlich das Bedürfnis, sich am Bestehenden festzuhalten und deshalb auch das Bedürfnis, keine Experimente zu machen. Das ist sozusagen ein psychologischer Mechanismus. Wenn je unsicher ich bin, desto mehr muss ich etwas haben, was mir bekannt ist, von dem ich mir versprechen kann, dass das Erfolg hat. Und das gilt für die Politik genauso wie wahrscheinlich für uns alle. Gut, aber wir haben einen Finanzminister, das ist Olaf Scholz von der SPD. Und ja, vielleicht hätte er eben so als SPD-Mann mehr Potenzial noch, sich zu bewegen als Weil die SPD sich ja gerade in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet hat, die kreativste und modernste Partei von allen mit den tollsten Ideen zu sein. Ich kann mich ehrlich gesagt an nichts erinnern und insofern würde ich mich auch von Herrn Scholz, also von der Erwartung doch eher frei machen, dass aus der Richtung irgendwas Kreatives kommen könnte. Also mit anderen Worten, wir machen jetzt hier um 12.27 Uhr an diesem Montag einen Punkt und sagen, es wird sich nichts ändern und es wird immer das Gleiche an Idee formuliert, was man schon über Jahre formuliert hat? Ich würde es etwas positiver sagen. Ideen werden nicht in der Politik geboren. Sie werden in der Zivilgesellschaft geboren. Sie werden auch dort entwickelt, wo sich dann Initiativen, Gruppen,
zum Teil auch Unternehmen auf den Weg machen, Dinge anders zu machen. Und über diesen Umweg gehen Neuerungen, neue Gedanken dann auch in das politische Feld irgendwann. Das dauert aber. Aber die Politik ist nicht die Arena für Veränderung und Erneuerung. Wir gucken nach Myanmar. Da sind ja über Nacht bittere Erinnerungen an die Vergangenheit wach geworden. Das Land, das früher ja Birma hieß, hatte sich ganz zaghaft demokratisiert, aber jetzt hat sich das Militär zurückgeputscht an die Macht. Mein Gast in dieser Mittagsstunde ist Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe und jetzt aus Singapur auch zugeschaltet unser Korrespondent Holger Senzel. Herr Senzel, es ist ja jetzt ein Ausnahmezustand verhängt worden in Myanmar vom Militär für ein Jahr. Muss man davon ausgehen, dass der jetzt tatsächlich gelten wird oder hat Aung San Suu Kyi, die ja eigentlich faktisch Regierungschefin ist, noch Macht, um dagegen anzugehen? Also Aung San Suu Kyi ist festgenommen worden. Sie hat angeblich aus dem Ort, wo sie unter Arrest steht, zum Widerstand aufgerufen. Nun haben wir Informationen, die sagen, Leute, seid mal vorsichtig. Es kann auch sein, dass diese Information vom Militär lanciert worden ist, um eben noch härter durchzugreifen. Aber man muss auch sagen, faktische Macht hatte Aung San Suu Kyi eigentlich nie wirklich. Also Aung San Suu Kyi hat sich immer mit den Militärs arrangieren müssen. Sie hat große Zugeständnisse gemacht, weil dieses Militär auch nach dieser zarten, zerbrechlichen Demokratisierung eine Macht geblieben ist. Sie hatten 25% aller Sitze im Parlament. Das haben sie in der Verfassung festgeschrieben bekommen, unabhängig von den Wahlen. Und Aung San Suu Kyi musste eigentlich, sie hat ja auch geschwiegen beispielsweise zu den Verbrechen der Armee gegen den Rohingya. Sie hat sich in einer Art und Weise mit dem Militär arrangiert, die klargemacht hat, dass sie mehr oder weniger zum Teil ein demokratisches Mäntelchen war für dieses Militär und wer die wahre Macht hat. Und insofern ist die Angst natürlich groß, dass man sagt, naja, was ist dieses Versprechen wert? In einem Jahr wird es Neuwahlen geben. Wird es tatsächlich so sein oder werden die Militärs dort dauerhaft wieder eine neue Diktatur errichten? Harald Welzer, haben Sie die Entwicklung in Myanmar verfolgt? Und wenn Sie das getan haben, waren Sie enttäuscht von Aung San Suu Kyi? Hatten Sie mehr von ihr erwartet? Naja, ich glaube, man muss das in dem Kontext sehen, wie er gerade beschrieben worden ist. Also durch die Rolle des Militärs und die festgeschriebene Einflussnahme war wahrscheinlich der Handlungsspielraum von ihr wesentlich geringer, als wir es jetzt in einer funktionierenden Demokratie hätten. Und das ist von außen natürlich extrem schwer zu beurteilen. Also ich und wahrscheinlich wir alle waren ja total schockiert über die Vertreibung der Rohingya. So etwas darf ja in einem demokratischen Rechtsstaat überhaupt nicht passieren, ist aber großmaßstäblich und ohne jede Einschränkung durchgezogen worden. Und insofern war ja die Demokratie oder die Ansätze, die zarten Pflänzchen der Demokratie schon sehr, sehr früh entzaubert. Holger Senzel, war das erstaunlich auch für Sie als Beobachter? Hatten Sie erwartet, dass sie sich nicht so sehr, sie hat sich ja im Grunde gemein gemacht hier und da mit dem Militär, dass sie das nicht tut und eher eben die Demokratie verteidigt? Ich war sehr enttäuscht. Also jetzt, wenn ich mal nicht als Korrespondent, sondern so rein persönlich, ich war ein großer Bewunderer von Aung San Suu Kyi. Sie war ja auch im Westen eine Heldin. Sie hat den Friedensnobelpreis bekommen. Sie hat wirklich in diese Demokratie geführt. Und dann hat sie ganz schnell einen autokratischen Führungsstil entwickelt. Und sie hat sich im Prinzip selbst verzwergt. Sie hat sich mit denen gemein gemacht, die sie gedemütigt haben, die sie unter Hausarrest gestellt haben. Sie hat geschwiegen zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Also sie hat die Sache schon entgleiten lassen. Und ich glaube, insofern ist es kein Wunder. Es ist ein Lehrstück darüber, glaube ich, dass Opportunismus auch in der Politik nicht immer zum Ziel führt. Weil man kann natürlich darüber spekulieren, was wäre gewesen, wenn sie die Kante gezeigt hätte dem Militär, wenn sie Widerstand geleistet hätte. Okay, es wäre möglicherweise schon früher zum Putsch gekommen. Aber sicher ist, dass die Militärs es dann zu tun gehabt hätten mit einer starken Gegnerin. Und so haben sie sich jetzt, so sehe ich das und so sehen das viele andere auch, einer willigen Handlangerin entledigt, die einfach lästig geworden ist. Sie hätten es zu tun gehabt mit einer starken Gegnerin, die ja wahrscheinlich auch im Westen Unterstützung gefunden hätte. Also insofern hätte sie vielleicht diese machtvolle Position ausfüllen können, wenn sie gewollt hätte, oder? Es ist immer schwer im Nachhinein zu spekulieren, aber ja, sie hat ja auch ihren
exzellenten Ruf, den sie auch im Westen hat, den hat sie ja verspielt mit dieser Rohingya-Politik. Also die UN hat längst Bilder vorgelegt von Soldaten, die Menschen in den Rücken geschossen hat, von Dörfern, die niedergebrannt wurden, von Vergewaltigungen, von Morden. Und Aung San Suu Kyi hat immer noch gesagt, nein, nein, das ist kein Genozid, das ist einfach nur Notwehr der Armee gegen bewaffnete Rebellen. Also das war keine Realpolitik mehr, das war eine moralische Bankrotterklärung, wenn man so will. Das heißt also, Demokratie ist in Myanmar aus Ihrer Sicht, Herr Senzel, in der nächsten Zeit nicht zu erwarten? Ich weiß es nicht. Es ist im Moment ganz schwer einzuschätzen, was dort in Myanmar weiter passieren wird. Wir haben ganz wenig Informationen. Der staatliche Rundfunk sendet nicht mehr, der ist abgeschaltet worden. Kommunikationseinrichtungen, also Internet und Telefon sind abgeschaltet worden. Wir wissen es nicht, ob möglicherweise es dort Widerstand aus der Bevölkerung geben wird. Im Moment ist es jedenfalls so, wenn Sie dort sehen, wie die Panzer auf den Straßen sind, wie die Angst herrscht, dass bei vielen Leuten Erinnerungen, dunkle Erinnerungen an die Militärdiktatur wieder da ist und dass ganz, ganz große Angst herrscht. Was daraus entstehen wird, im Moment unmöglich zu sagen. Holger Senzel, vielen Dank nach Singapur. Harald Welzer ist Direktor einer Stiftung, die sich der Zukunftsfähigkeit widmet. Und so ein bisschen Zukunftsfähigkeit müssen wir derzeit alle irgendwie erlangen. Wir gehen in eine Zukunft, die anders aussehen wird als das, was wir bisher kannten. Und Harald Welzer hat im Stern einen Artikel geschrieben, zusammen mit Dieter Janicek von den Grünen, Titel Die ungesteuerte Transformation. These in dem Artikel, die Milliarden, der Hilfsfonds, die Konjunkturprogramme enthalten zu wenig Transformation. Und Herr Welzer, eben haben Sie ja auch schon gesagt, die Politik sei einfach nicht die Arena der Veränderung. Also da ist, passiert zwar Transformation, aber die Politik geht irgendwie nicht mit dieser Veränderung, kommt mit alten Vorschlägen aus alten Zeiten. Wer trägt denn jetzt eigentlich die Transformation? Wer trägt die Veränderung so, dass wir wirklich in eine Zukunft gehen, die lebenswert ist? Ja, das ist natürlich, wenn ich darauf eine Antwort hätte, wäre es ja super. Also im Moment ist es ja so, dass die Veränderung, die wir gerade erleben in der Krise, natürlich durch das Virus selber und den Versuch seiner Bekämpfung gesteuert wird. Da spielt dann Wissenschaft eine sehr, sehr große Rolle. Also nie vorher war es ja jemals so prominent, Virologe zu sein oder auch Virologin oder Epidemiologin. Da gibt es etwas und natürlich Unternehmen, die Gunst der Stunde nutzen und davon unheimlich profitieren. Also das ist ja was Interessantes, wenn wir halt sehen, dass der Onlinehandel boomt, dass die Warentransporte boomen, selbst in der übelsten Krise, die man sich vorstellen kann, brummt vieles. Ich habe die absurde Zahl gelesen, dass Amazon seinen Gewinn verdreifacht hat. Ich kann das immer kaum aussprechen, so unglaublich scheint mir das zu sein. Und dementsprechend wir natürlich eine totale Umbaugeschichte gerade erleben, weg vom stationären Handel zum Onlinehandel. Wir erleben diese Veränderung in den ganzen beruflichen Feldern, die jetzt nicht direkt Produktion und Handel, stationärer Handel sind, nämlich dort, wo Leute Homeoffice machen, dort, wo wir uns wechselseitig zuschalten. Das sind ja Veränderungsprozesse, die nie, nie, nie wieder zurückgedreht werden, weil es sind Rationalisierungsmöglichkeiten, die da drin liegen. Man kann in Zukunft billiger Sitzungen machen, man muss viel weniger Dienstreisen machen. Das hat wahnsinnige Folgen für den Immobilienmarkt, also Büroimmobilien, es hat Folgen für die Lufthansa und so weiter und so weiter. Das heißt, da ist eine Transformation im Gange, die aber jetzt niemand mit Willen gesteuert hat, sondern wo diejenigen, die Chancen sehen, diese auch ergreifen und die Gesellschaft in dem Sinne umbauen. Die Gesellschaft wird also umgebaut. Sie kann sozusagen gar nicht anders. Die Pandemie zwingt uns zu diesem Umbau. Was brauchen wir da? In der ARD hat die Soziologin, ihre Kollegin Jutta Almendinger, das Folgende dazu gesagt. Jeder und jede von uns kann da was tun. Wie können wir uns zusammenschließen, beispielsweise um Lernbrücken für die Kinder zu geben? Wir wissen ja, welche Kinder es besonders schwer hatten. Oder mal den Eltern Hilfen zu geben, sodass sie ein paar Stunden arbeiten können oder einfach auch mal Luft holen können. Wir müssen jetzt die Zivilgesellschaft fordern und sie ist gefragt und brauchen
ich nenne es soziale Innovationen neben den ganzen Geldtransfers. Das finde ich interessant, Herr Welzer, dass Frau Almendinger also hier die Zivilgesellschaft in die Pflicht nimmt und dass sie sagt, also wir alle im Grunde sind jetzt gefordert, diese Transformation gut zu gestalten. Ja, das ist ja noch nicht Transformation gestalten, sondern gewissermaßen das Beste aus der Situation machen. Mir ist das auch sympathisch mit den Lernbrücken, was sie gerade gesagt hat. Und ich glaube, es wäre ja auch in einer Phase von, sagen wir mal, Zermürbung auf breiter Front vielleicht auch ein Ausweg, wenn man selber versucht, aktiv zu werden und sich irgendwo einzubringen. Dafür gibt es ja sehr viele Gelegenheiten. Insofern würde ich Frau Almendinger da zustimmen. Aber das Problem ist so ein bisschen das, dass wir normalerweise immer davon ausgegangen sind, dass man durch gute Argumente, durch wissenschaftliche Daten, durch Programme langsam beginnen kann, Gesellschaft zu verändern. Und was wir sehen ist, dass Gesellschaft sich eben aus ganz anderen Gründen verändert. Also wir haben ja zum Beispiel eine Universitätsreform, die es noch nie gegeben hat. Wir sehen keine Studierenden mehr und die sehen einen selber auch nicht. Die wissen gar nicht, was ist eigentlich ein akademischer Betrieb, eine Universität und so. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass gesellschaftliche Transformation anders verläuft, als wir uns das von der Theorie bisher gedacht haben. Aber das wusste man doch, dass Gesellschaften tatsächlich nur wider Willen lernen, oder? Diesen Satz zitieren Sie doch aber auch in Ihrem Artikel im Stern. Und insofern war das ja schon bekannt. Und dass dann tatsächlich vielleicht ein Ereignis kommt, was dann diese Veränderung erzwingt. Ja, aber also dadurch, dass es den Satz mal gegeben hat von Karl Otto Hondrich, der über 20 Jahre alt ist, gehen wir doch immer davon aus, dass man eigentlich steuern kann. Und das Schreckliche an dieser Pandemie für uns alle ist, dass wir keine Erwartungen ausbilden können, dass diese oder jene oder noch eine andere Maßnahme uns zu dem Ziel, was wir vorher definiert haben, führen. Und das kennen wir nicht mehr. In so einer gut organisierten, reichen, in vielerlei Hinsicht sehr gut funktionierenden Gesellschaft haben wir ja völlig verlernt zu erwarten, dass Dinge passieren, die nicht steuerbar sind, die man nicht unter Kontrolle bringt. Ich glaube, das ist auch psychologisch das große Debakel bei der jetzigen Situation, dass eigentlich ja niemand ernsthaft sagen kann, im Juni sind wir da und da. Das kann niemand. Aber das halten wir schwer aus, weil wir das seit Jahrzehnten, also über Generationen hinweg, als Erfahrung gar nicht gemacht haben. Also ich spreche jetzt von mir als jemand, der in Westdeutschland groß geworden ist, wo es eben im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg keine fundamentalen Eingriffe in das Normale gegeben hat. Ja, und das, so, und dann kennt das niemand. Beschreiben Sie eben so, dass es so ist und Sie sagen, das kennt niemand, aber wohin führt uns jetzt diese Überlegung? Sagen wir dann, okay, wir kennen das nicht, deswegen können wir da nicht mit umgehen und graben uns jetzt ein? Oder wie gehen wir damit um? Genau, gute Frage. Die Überlegung führt eigentlich eher dahin zu gucken, wo ist denn der Stellenwert dessen, was man versucht als Veränderungsprozess zu machen. Und eigentlich müsste man sagen, man muss sozusagen vorher schon gut aufgestellt sein, um in einer Situation der Krise dann sagen zu können, so machen wir es. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn man sich die Schulen anguckt. Für die Schulen ist die Situation gegenwärtig die schlimmste, die überhaupt jemals hätte sein können. Aber es gab seit vielen Jahren sehr viele alternative Schulprojekte, die erfolgreich ihre Klassenstruktur aufgelöst haben, die auf Benotung an jeder Stelle verzichtet haben, die Altersstruktur anders gemixt haben, wo ältere Schülerinnen die Jüngeren unterrichtet haben und die eigentlichen Lehrpersonen sich besser um die Einzelnen kümmern konnten. Das sind alles Konzepte, die hervorragend entwickelt sind, wunderbar funktioniert haben. Und was macht sozusagen die offiziöse Reaktion? Die Kultusministerkonferenz wiederholt mantraartig immer Präsenzunterricht, verschärft damit die Pandemie und ruiniert mehrere Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern. Und das ist genau der Punkt, wenn man mal zur Kenntnis nehmen würde. Ich habe ja vorhin gesagt, Erneuerung kommt nicht aus der Politik, die kommt aus der Zivilgesellschaft. Das heißt von Leuten, die vorangehen und Dinge entwickeln. Und da müsste man im Grunde genommen ein Augenmerk drauf haben, was davon
kann ich denn im Krisenfall gebrauchen? Was kann ich davon lernen? Wie können wir die Sachen einsetzen? Also erneuerbare Energien sind auch vorgedacht worden von der Anti-AKW-Bewegung. Und als dann man den Atomausstieg geplant hatte, gab es halt diese Alternativen. Der WDR hat am Freitag eine Fernsehsendung in der Reihe Die letzte Instanz vom November wiederholt und die ist ziemlich kritisiert worden, unter anderem bei Twitter. Da saßen in dieser Talkrunde die Gäste Micky Beisenherz, Thomas Gottschalk auch, Janine Kunze und Jürgen Milski und es wurde über 4 Fragen diskutiert. Danach haben die Gäste abgestimmt und konnten eine Karte hochhalten, rot oder grün. Und eine dieser diskutierten Fragen war das Ende der Zigeunersoße, ist das ein notwendiger Schritt? Und alle 4 Gäste haben die rote Karte hochgehoben und dann kam viel Kritik in den sozialen Medien. Herr Welzer, komisch, oder? Dass sowas doch immer wieder passiert, dass so ein Thema so diskutiert wird und dass dann so eine Reaktion kommt. Ja, ich meine, das ist natürlich ein heftiges Versagen vom WDR in dem Fall. Also, dass man, es geht, ging ja im Grunde genommen um die Frage, kann man, muss man so sprechen, dass man Zigeunersoße sagen muss? Oder ist es vollkommen legitim und auch wirklich eine Frage der Zeit, dass man andere Begrifflichkeiten finden muss? Und die Sendung ist ja so gelaufen oder dieser Abschnitt, als es um diese Fragen ging, dass man sich nicht an einer Stelle mal selber befragt hat, warum sitzen denn hier jetzt 5 Leute in dieser Talkrunde, die von dem Thema überhaupt nicht betroffen sind? Warum werden die, dürfen die sich gewissermaßen jetzt als Experten dazu äußern? Und ich fand das eigentlich, ich würde es in einer Lehrveranstaltung für Vorurteilspsychologie verwenden, diese 10 Minuten, weil es war wahnsinnig interessant zu sehen, wie die Produktion von Vorurteilen funktioniert. Aber zurück zu dem Versagen des WDR. Wie hat das da funktioniert? Na, es funktioniert halt so, dass es unterschiedliche Stellungnahmen gegeben hat, also total glasklar rassistische, vorurteilsbehaftete und eher differenzierte. Aber was zum Beispiel alle gesagt haben, alle 5, die da saßen, die haben ganz klar immer gesagt, wir. Mhm. Und da gab es natürlich eine Gruppe, das sind die anderen. Dann sind die und Roma oder Colored People oder sonst irgendwie was. Und allein diese Differenzierung, dass man immer ganz sicher weiß, wer ist wir und die anderen sind anders, ist ein zentrales Element. Das ist aber etwas, was gar nicht so schnell in den Kopf geht, sondern das steckt im Verhalten. Und das kann man in dieser Sendung ganz wunderbar sehen. Oder alle stöhnten kollektiv auf, als der Moderator Zentralrat sagte. Ja, und dann sagten sie alle, oh. Und was bedeutet das, wenn eine Interessenvertretung einer Gruppe, wie in dem Fall Sinti und Roma, wenn die sich artikuliert und dann alle sagen, oh, also darin kommt ja viel mehr zum Ausdruck als in irgendwelchen bewussten Stellungnahmen. Mhm. Janine Kunze und Micky Beisenherz haben sich jetzt entschuldigt. Ist das damit für Sie zumindest diese Aussagen vom Tisch? Nein, ich finde, der WDR sollte sich für die Zusammensetzung dieser Talkrunde zu dem Thema entschuldigen und die Lehre daraus ziehen, dass wenn man solche Themen anspricht, man auf jeden Fall eine andere Zusammensetzung, dass also auch andere Stimmen deutlich werden könnten. Und dieses Entschuldigen ist kostenfrei, kostet gar nichts und bringt auch nichts. Hat der WDR auch getan, dass er schon geschrieben hat, dass es nicht gut gelaufen ist in dieser Sendung. Nee, die sollen, Entschuldigung, nicht sagen, dass es nicht gut gelaufen ist. Den genauen Wortlaut habe ich jetzt im Moment nicht im Kopf. Deswegen habe ich so formuliert, das waren jetzt meine Worte. Aber wir recherchieren es gleich nochmal. Und wir haben jetzt den Wortlaut vom WDR nochmal recherchiert. Der WDR hat sich also entschuldigt und geschrieben, bei so einem sensiblen Thema hätten unbedingt auch Menschen mitdiskutieren sollen, die andere Perspektiven mitbringen und oder direkt betroffen sind. Wir lernen daraus und werden es besser machen. Harald Welzer, okay, wenn der WDR das so schreibt? Sie haben die Sendung wiederholt. Vielleicht muss man das nochmal gemeinerweise dazu sagen. In der Tat, also, vom November. Lernen ist schwierig. Ja, Lernen ist schwierig. Aber das war eigentlich das Thema dieser ganzen Stunde. Wir haben festgestellt, Lernen ist schwierig, ne? Ja. Oder? Also auch in der Politik, selbst aus der Krise zu lernen, ist manchmal schwierig. Ja, aber vielleicht muss man zur Entschuldigung auch sagen, diese Krise läuft und sie hat einen offenen Ausgang.
Also ich möchte ehrlich gesagt nicht in der Haut eines der verantwortlichen Politikerinnen und Politiker stecken, weil die Erwartung, dass sie irgendetwas Stabiles, Handfestes sagen und erfüllen können, die ist in einem offenen Prozess, kann die nicht erfüllt werden. Mhm. Und insofern ist es wirklich etwas, was wir so nicht kennen und wo man die Erwartungen auch nicht zu hoch schrauben darf. Gut, dann haben wir sozusagen Nachsicht und reflektieren nochmal unsere eigenen Erwartungen. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten in dieser Stunde. Sehr gern. Für uns.